herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Halloween Special. Gespielt wird Tomb 4 und wir gehen in den Keller. The police told me my sister had been dead for years. They asked me if I'd noticed anything. I lied. We used to spend all our time there. What was she trying to tell me? Der Kommissar sagte mir, dass meine Schwester seit Jahren tot ist, also konnte sie mir den Brief nicht gesendet haben. Er hat mir zugestimmt, dass die brennenden Kerzen sehr seltsam waren. Ich wollte ihm über das Bild vom Baumhaus erzählen, aber dann dachte ich daran, wie es sein würde, wenn die Polizei ins Haus meiner Kindheit käme. Sie würden es auf der Suche nach 10 Jahren alten Beweisen auseinanderreißen und würden nie etwas finden. Ich weiß, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann, wenn ich bereit bin, es zu erzählen. Ich weiß nicht viel über Halluzinationen, aber sie fühlte sich für mich ziemlich real an, wenn auch nicht menschlich. Das ist, was mich erschreckt. Zuerst schien sie mich um mich herum zu wandern und mich zu ignorieren, aber im Keller hat sie direkt auf mich geschaut. Es kann nicht Geist meiner Schwester sein, denn sie hat es auch gesehen. Wie auch immer, ich glaube nicht an Geister. Was auch immer sie ist in meinem normalen psychologischen Zustand. In keinem normalen psychologischen Zustand. Gut, hier mal im alten Briefkasten. Wir sind jetzt scheinbar beim Haus der Großeltern angelangt. Gut, dann gehen wir erstmal zur Veranda. Ich werde hier so lange sitzen, wie es dauert, aber ich werde sie nie wieder in die Nähe meiner Tochter lassen. Ich kümmere mich nicht darum, was meine Frau sagt. Kein Geld der Welt kann kaufen, was sie mir und uns gestohlen haben. Es sieht so aus, als wäre das die Handschrift meines Großvaters. Wer will meiner Mutter wehtun? Wurde das
vor ihrem Tod geschrieben? Okay, wir haben hier einen Haken, ein Gewehr, was wir nicht aufheben können und können derzeit hier nichts anderes machen. Ich hoffe, dass wir in dem anderen Haus keine Figur übersehen haben. Da oben ist auch einer. Der Kommissar. Der Kommissar sagte mir, dass meine Schwester seit Jahren tot ist, also konnten sie mir den Brief nicht gesendet haben. Er hat mir Okay, das haben wir ja schon gelesen. Da ist das Baumhaus. Okay. Die Musik nicht wieder angehen, die ist so bedrückend gerade von der Stimmung her. Okay, da kommen wir nicht rein. Daniel, bitte lass die Mädchen die Lichter nicht wieder anstellen. Du weißt sehr gut, dass sie das geärgert hat. Sie sieht die dort spielen und regt sich auf. Dir und der Familie Laudius keine Schuld für das, was passiert ist. Solche Dinge passieren einfach. Bitte komm zurück nach Haus. Großvater hat eine Lampe in unserem Baumhaus angebracht. Wir fühlten uns alle erwachsen wie Eigentümer eines eigenen Hauses mit Stromanschluss. Doch dann drehte er den Strom ab und erlaubte es nie wieder. Wer ist diese Sie, über die ich ständig etwas lese? Werden wir herausfinden, glaube ich, früher oder später. Gut, aber vorerst ist hier nichts mehr. Okay, da können wir auch nichts machen. Gut, dann... Hier können wir noch irgendwas machen. Aber was? Okay, da fehlt die Sicherung. Was können wir hier machen? Wir gucken erstmal hier. Damit haben wir die Autoschlüssel und eine Rose. Gut. Da scheint etwas in den Sitz eingenäht zu sein. Okay, der Klassiker. Ich hasse die Agentur dafür, dass sie mich in dieses Loch geschickt hat. Dieses Haus ist gruselig. Die Kinder begraben hier ihre Haustiere und denken, dass diese wieder zum Leben erweckt werden. Ich hasse Kinder. Ich glaube, ich habe ein Mädchen im Haus gesehen, aber das Haus steht seit Jahren leer. Ich brauche Urlaub. Das ist ein Hinweis vom Immobilienmakler, der mit dem Verkauf unseres Hauses nach Großmutters Tod beauftragt war. Warum war er nicht erfolgreich und vor allem, warum ist sein Auto 10 Jahre später immer noch hier? Ja. Stethoskop, Ventilator, Schläger, Handschuh, 3 Warnzeichen, leuchtender Kürbis, Taschenmesser, Taschenuhr, Ampulle, Fotostange und Schrotpatron. Ich habe Streichhölzer. Okay. Ventilator, einen Schläger. Handschuh. Hier brauche ich 3 Warnzeichen. Nummer 1. Also nur 1. Und Ampulle. Wie sieht sowas aus? Ampulle. Ein Stethoskop, das ist das da. Und eine Ampulle. Hä? Bin doch blind, oder? Eine Ampulle. Doch die, okay.
Hier brauchen wir Datenfile. Und das war's. Okay. Eine Zange. Handschuh. Einen Wecker. Eine Schaufel. Taschenuhr. Das Messer habe ich doch gerade auch noch gesehen. Und Schrotpatronen. Da. Und ein Foto. Und Fotos. Da ist ein Foto. Da. Okay. Gut, wir haben Schrotpatronen für dieses Gewehr. Was machen wir hier? Da kommen wir nicht dran. Okay. Und so kommen wir ins Haus. Dieses Haus ist mir unheimlich, ich höre Stimmen. Selbst wenn ich mir etwas in die Ohren stopfe, höre ich sie immer noch. Ich weiß, ich bin nicht verrückt. Es ist das Haus. Also hat der Illumine Magna Stimmen gehört und auch Dinge gesehen. Ich denke, das macht es weniger wahrscheinlich, dass ich nur verrückt geworden bin. Ob das eine gute oder eine schlechte Sache ist, ist etwas ganz anderes. Gut, da fehlt uns was. Verschiebe die Packungen, um zu offenbaren, was hinter den versteckt. Also okay, das müssen wir freikriegen. Die sah so verdächtig aus. Einfach. Das Briefkastensymbol haben wir jetzt. Hier haben wir irgendwas Bratenmäßiges. Seltsames Mädchen. Ich weiß nicht viel über Halluzinationen, aber sie fühlten. Achso, das haben wir schon. Gut, haben nur die Puppe dazu gefunden. Oh. Wir brauchen eine Fernbedienung. Okay, ansonsten können wir hier nichts machen. Und hier fehlt auch was. Hier fehlt auch was, okay. Da können wir nichts machen, also gehen wir geradeaus. Hier haben wir eine Angelroute. Das Laudius-Anwesen. Sie waren eine wohlhabende Familie, die uns geholfen hat, das Haus zu verkaufen. Sie waren immer sehr nett und ihr Spielzimmer war ein Traum. Hella verbrachte ihre ganze Zeit dort, bis Großvater es verboten hat. Okay, hier und hier fehlt ein kleiner Piepsmatz oder wie das heißt. Und hier haben wir irgendeine Substanz. Gehen wir geradeaus weiter. Charles Laudius, der älteste des Laudio-Clans. Er war ein kalter und hochmütiger Mensch. Als Kinder haben wir ihn gemocht, weil er uns Geschenke machte und unser Haus finanzierte. Ich vermutete, dass er uns hasste, aber aus irgendeinem Grund musste er mit uns kooperieren. Es wird erzählt, dass er Gefallen an Elisabeth, unserer Mutter, fand. Und das, als sie erst 12 Jahre alt war. Er verkaufte meinen Großeltern das Haus für weniger als die Hälfte des normalen Preises, nur weil er sie mochte. Meine Mutter sprach nie über die Familie. Ich glaube nicht, dass sie sie mochte, aber sie war sich nicht wirklich.
sicher, warum. Sie stand der Familie Laudis eigentlich am Anfang sehr nah und besuchte oft ihr Haus, bis sie schwanger wurde. Danach ging sie nie mehr dorthin, nicht einmal um ihnen ihre Töchter zu zeigen. So, Petronlampe, Schöpfkelle, Wasserhandrehrad, Brille, Schere, Buchstabe A, zwei Schirme, Silberkäfer, Strickleider, ein D-Sieb, Löwe und ein Blumenstrauß. Blumenstrauß. Ventil-Dingsi-Bumsi. Gut, eine Schöpfkelle, dann noch ein Federbein dazu bekommen, ein Schal. Eine Brille. Eine Schere. Buchstabe A, zwei Schirme, Nummer 1 und Nummer 2. Oh, zählt das nicht als Schirm? Achso, wir mussten nur einen finden, Strickleiter. Und ein Löwe. Hier haben wir die Lampe, Tilsi und den Seestern. Und jetzt selber einen Käfer. Oh, das war schon. Okay. Hat Heather das gezeichnet? Nein, wenn ich mich recht entsinne, war das ich. Wie seltsam. Ich habe das vor einem Tag gezeichnet, als meine Mutter starb. Ich weiß nicht mehr über diesen Tag. Großmutter sagte mir, ich stand unter Schock, aber Heather sagte mir immer, dass etwas anderes war. Gut, ich würde sagen, aber bevor wir weitersuchen, beende ich hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.